Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend. Du brillst Endral. Ja, letzte Folge wurden wir aufgehalten, die Hauptmission zu machen. Die wollten wohl, dass wir in den nächsten Zehner gehen. Jetzt machen wir aber wirklich die Hauptmission. Wofür wir die altbekannte Abkürzung anscheinend durch die Kaserne nehmen. So, um dann den Sonnentempel betreten zu können. Ja. So. Hallo. Ach ja, dieses Tor immer, ist schön. So, wir sollen also berichten, dass das nicht so gut geklappt hat. Sagen wir es mal so. Aber ändern könnt ihr das eigentlich auch nicht, ne? Irgendwie so, okay, gut. So, ja. Was willst du? Was willst du? So, wo müssen wir hin? Nicht sicher. Ah, hallo! Konstantin Funkenschlag. Lyshera hat das Ritual an mir vollzogen. Es gab Schwierigkeiten in Alt-Raschengard. Wo ist denn nun dieser Arantergen eigentlich genau? Gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich weiter in das Ganze verwoben werden will, woran er auch immer forscht. Nein, gut. Wo kann ich ihn finden? Das Buch, 2 Lernpunkte, die Schatzkarte nehmen. Was ist denn gut? Lernpunkte sind ja nicht Erinnerungspunkte. Eigentlich habe ich davon genügend. Ich nehme die Schatzkarte. Ich glaube, mit der schade. Ja, sinnlos. Mit. Na gut, in dem Falle wären vielleicht die Lernpunkte sinnvoller gewesen, aber gut. Nee, hier will ich gar nicht hin. Ich will hier raus! Wären vielleicht doch die Lernpunkte sinnvoller gewesen. Ich dachte jetzt, das wäre eine Quest, die dann sich aus diesem Buch eröffnen. Da mal aus dieser Karte, aber gut. Was soll's. So. Also in den großen Tempel auf der linken Seite. Machen wir das mal. Wie komme ich hinter Eingang? Soll ich nehmen?
So einfach niemand was sagen, ist gut. So. Hallo, hallo. Güte. Ja, gut. Aha. Ich wollte dem Gespräch lauschen. Also wenn ich eigentlich gerade drauf lo... wer sind Sie? Wer sind Sie? Hallo? Natara Dalveram. Okay, sieht wichtig aus. Miss Vanva, ihr wolltet mich sehen? Ihr meint den roten Wahnsinn. Die Vision, dann heißt das, ihr wisst, was sie zu bedeuten haben, was hier passiert. Wenn Narazul euer Sohn war, woher kam sein Hass auf die Götter? Wenn sogar der Orden der Götter den Tod der Lichtgeborenen anerkennt, wieso wissen so viele Leute nicht davon, gerade hier? Wenn Narazul euer Sohn war, woher kam sein Hass auf die Götter? Aber ihr habt euch aus der Gefangenschaft befreit.
Interessant. Hallo? Ein Gefolgsmann eures Sohnes? Wart ihr damit nicht Feinde? Eine geteilte Erinnerung? Ihr meint, sie kommen aus einer Art, was, einem gemeinsamen Gedächtnis? Und was habt ihr herausgefunden? Hunderte Propheten haben das Ende der Welt vorhergesagt und ist nie eingetreten. Ist das nicht etwas weit hergeholt? Es gibt sicher eine andere Erklärung. In anderen Worten, das Ende der Welt steht bevor. Ja, kenne ich in jedem so ziemlich meiner Let's Plays, passiert das eigentlich, das Ende der Welt. Und ich rette es immer. Aber jetzt lasst uns mehr erzählen. Ein Muster? Ihr meint, die Chroniken jeder Zivilisation sind identisch? Dann ist das eure Erklärung für diesen roten Wahnsinn, die Kriege? Ich finde das erste, ne? Ein Muster. Die Chroniken jeder Zivilisation sind identisch. Das ist einfach fucking Mass Effect 3. Mass Effect 3, das Ende. Alter. Das ist dann eure Erklärung für diesen roten Wahnsinn, die Kriege. Hunderte Propheten haben das Ende der Welt vorhergesagt und nie ist es eingetreten.
Wenn die Pyreer wussten, was ihnen drohte, warum haben sie nichts dagegen unternommen? Wie zum Henker kann eine ganze Zivilisation einfach verschwinden? Und wo komme ich nun ins Spiel? Woher kommen meine plötzlichen Kräfte? Die Vision. Persönlichkeiten wiederholen sich. Ich soll ein Prophet sein? Und all das, der Zyklus, diese Läuterung, sind der Grund dafür, dass euch Narazuhls ehemalige Magier begleitet haben. Funkenschlag, Pegast und die anderen. Warum sollte ich in einer dieser Ausboten sein? Wenn ich eine Rolle spiele, was heißt das? Irgendwas kontrolliert mich? Uns? Nein, und all der Zyklus. Warum sollte ausgerechnet ich einer dieser Boten sein? Unbedeutsam? Ich bin in Tamriel, der... wer heißt es denn nochmal? König nicht. Der König mehrerer Städte. Ich bin wahrscheinlich der reichste Bürger Tamriels. Ich bin oberstes Mitglied der dunklen Bruderschaft. Bekämpfer mehrerer dedrischer Könige. Drachenkind, Dovahkiin. Ist unfassbar. Wenn ich eine Rolle spiele, heißt das, irgendwas kontrolliert mich? Uns? Und was bedeutet das nun für mich? Was macht diesen Propheten aus? In die Vergangenheit und damit in die Zukunft, wie meint ihr das? Das ergibt Sinn. Wenn mich all das nicht interessiert. Was lässt euch glauben, dass wir diesen Zyklus überwinden können, wenn hunderte Zivilisationen vor uns daran gescheitert sind? Was habe ich davon, euch zu helfen? Und wenn mich das eigentlich interessiert, na gut, wenn ich irgendwie helfen kann, dann werde ich das tun.
Eurem Ohren beitreten? Ist das wirklich nötig? Und was ist das für eine Prüfung? Habt sie bereits informiert, woher wusste ich das, wusstet ihr, dass ich zusagen werde? Gut, wer sind diese beiden anderen Novizen? In Ordnung, wo finde ich die Gruppe? Gut. Und ich würde sagen, damit machen wir einen Cut bis zur nächsten Folge und tschüss.